Manchmal trifft man mit Freunden und Bekannten zusammen und während des Gesprächs wird man gefragt, sag mal, kennst du noch diese oder jene Person? Und dann wird meistens diese Person beschrieben, woher sie kam oder was sie Besonderes gemacht hat oder wo man Gemeinsamkeiten erlebt hat. Ich habe mich gefragt, wie ist das denn mit Jesus? Kennen wir Jesus? Kennst du Jesus so, wie ihn die Bibel beschreibt? Ich habe darüber nachgedacht, welche Attribute, welche Facetten Jesus hat, wie die Bibel ihn uns vorstellt. Und ich habe ein paar zusammengetragen, die dir vielleicht helfen können, Jesus ganz neu anzuschauen. Dort heißt es, er ist das A und das O, der Anfang und das Ende, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er ist der, der war und der, der ist und der, der kommt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Er ist der helle Morgenstern. Er ist der, von dem die Bibel sagt, er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist Kraft, Held. Er ist der Friedefürst. Er ist der gute Hirte. Er ist das Wasser des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Er ist der, der dich in alle Wahrheit leiten will. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Er ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Er ist der, der unsere Sünden und unsere Krankheiten mitgenommen hat an das Kreuz. Er ist auferstanden und lebt und er sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns dort. Er ist der, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Ich werde abwischen alle Tränen von euren Augen. Dort wird kein Schmerz mehr sein und kein Leid wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der überwunden hat. Er ist der, der den Weg zum Vater gebahnt hat. Er ist der, der sagt, siehe, ich komme bald. Kennst du Jesus? Wenn du Jesus bis jetzt noch gar nicht kennst oder wenn du ihn kennenlernen möchtest, dann findest du Hilfe auf unserer Webseite. Dann findest du ein Gebet, was du nachsprechen kannst, wenn du nicht weißt, wie du jetzt dieses Gebet formulieren solltest, um in eine Beziehung mit Jesus zu kommen. Wir möchten dir sehr gerne helfen. Wir möchten dir auch sehr gerne kostenlos eine Bibel zuschicken, wenn du noch keine hast, um nachzulesen, wer ist Jesus? Wenn du Jesus schon kennst, wenn du schon lange im Glauben stehst und vielleicht auch ein bisschen diese Beziehung zu Jesus in den Hintergrund geraten ist, dann kannst du eine neue Hingabe an Jesus vollziehen. Du kannst neu dein Leben ihm zur Verfügung stellen und ihn neu einladen, in dein Leben zu kommen, die Bestimmung für dein Leben einfach mit dir gemeinsam wieder neu zu aktivieren. Wenn du Jesus kennst und alles ist in Ordnung, dann schau einfach in der Bibel diese ganzen Attribute nach. Schau nach, wer er für dich ist, was er für dich getan hat. Und lass dich in die Anbetung führen, dass du ihn anbetest in dem, wie er ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Ich wünsche dir, dass du in diesem Anschauen, in diesem Hinschauen auf Jesus neu beschenkt wirst und dass du diesen Reichtum in ihm neu erfährst. Denn Gott hat mehr für dich.